Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit John Doyle. Hallo, John. Dankeschön, everybody from Germany. Das wollte ich immer sagen. Wie man hört, er kommt aus Schweden. Genau. Und Norwegen. Aber ganz nördlich. Aber ist gleich dicht daneben, ja. Ja, Norwegen den. Genau. Aber yes. Du bist wirklich einer derjenigen, und das muss ich dir zum Anfang sagen, ich bereite mich nie vor. Genau, sagst die ganze Zeit, sagst durch zum Anfang. Und du hast das Publikum von Anfang an. Genau. Ich bin mit fast niemand so aufgetreten in Mixshows und weiter, der von Anfang auf die Bühne kommt und hat ein Publikum. Genau. Weil ich bin auch Karneval gewöhnt, wo ich gehe nur eine rauchen, wird sie schwanger. Ne? Aber du gehst raus und hast sie sofort. Genau, wenn ich sie habe, wenn ich sie nicht habe, habe ich da sie auch ich noch nicht dabei. Sofort. Genau, genau. Wenn ich sie, du merkst es in der ersten Minute, wenn die erste Minute gut läuft, dann merkst du, es wird nicht scheiße sein. Ja. Und wenn die erste Minute nicht so gut läuft, dann merkst du, könnte scheiße sein. Es könnte scheiße sein, es wird Kabarett sein. Und, ja, dann lass uns darauf erstmal prosten. Genau, Skull. Prost. Germany, welcome. Wieso sage ich welcome? Ihr seid von hier. Scheiße. Ja. Die sind aber auch alle willgekommen. Ja. Yes, du bist normalerweise Engländer oder Amerikaner, was bist du? Nein, ich bin Amerikaner. Ich bin also Weltbürger. Born in the USA, baby. Ja, okay. Du bist ein Yankee-Fan, das ist ein Yankee-Hat. Warst Yankee. Du für Kansas City oder für Philadelphia? Philadelphia. So, Jackie, hier haben genau. wir einen. Genau, weil ich hör mal, wir hatten das ganze Wohnzimmer voll Eagles. Ich habe genau, Adler bestellt. Ich komme aus New Jersey und Philadelphia ist natürlich in der Nähe. Und das ist für mich, ich habe so einen Bezug. Ich habe zu Kansas City keinen Bezug. Ich habe New Jersey mal angehabt. Genau. passte. Und ich fand es schade. Ich finde es immer schlimm, dass das Spiel so lange dauert für Leute in Deutschland. Nein, es dauert für. Ab einem bestimmten Alter sind die Pausen gut. Genau. Pipi machen und so. Genau, aber. Aber wenn du so lange ein Spiel guckst und verlierst. Genau. Nicht gut. Dann ist es schlimm und es ist 5 Uhr morgens und. Du denkst, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Genau. Genau, ja. Aber ist ich bin wie eigentlich. Ein Boxkampf. Früher hast du Boxkämpfe gesehen? Ja. Die waren ja nachts. Mike Tyson. Ja, du hast die 3 Vorkämpfe gesehen. Ja, aber die waren mindestens kurz. Alle über 12 Runden. Nee, die Vorkämpfe über 12 Runden. Ach so, okay. So, du bist, nee, du bist. Schubs, genau. Ne? Aber Mike Tyson war und kurz. Mike Tyson kommt so gegen Bruce Sheldon, weiß ich noch genau. Also eine Minute. 6 Uhr oder fängt so. Der an. Ja. Und sagt so, gegen meinen Jab hat Mike Tyson keine Chance. Und er geht raus, pop, haut den einen rein. Wir sehen uns morgen, tschüss. Jo, alles klar. Mike Tyson hat einmal gesagt, er sagte, jeder hat einen Plan, bis er in die Fresse kriegt. Ja. Das ist Mikes Aussage. Und den hat er von mir. Und das stimmt, hat er von dir. Nee, von dir hat er diesen Satz, Scheiße ist. Nee, Furz ist. Saret? Nee, Scheiße ist, wenn Furz was wiegt. Ja, stimmt. Ist das nicht von dir? Es ist, sind schöne Sätze. Oder ist es von Mike? Nee, ist von mir. Nein. Ich glaube, dass Mike Tyson das nicht wiegt. Nee, Mike hat der es, schießt durch. Dann Mike ist hat es, glaube ich, anders gesagt. Mike hat gesagt, shit is when the fart weighs something. Mhm. Ich glaube, so hat er es gesagt. Mike Tyson hat auch gesagt, I don't understand this. Mike ist eigentlich... Wirklich, der hat ein Interview gegeben, wo er alles, auch was er getan hat, völlig normal erklärt. Ja, ich habe gedacht, die will das so. Und du guckst und erzählt er das gerade im Fernsehen? Tätowieren sie ihn beim Interview im Gesicht? Genau, Mike ist interessant. Also wirklich so dermaßen dämlich, man sagt es ihm nicht. Nee. Weil wer jetzt auch... Nicht zu seinem Gesicht, ich habe einen Staubsauger von ihm hier, Dyson und so weiter. Ne? Genau. Wie konnte ich den Mike dann beleidigen? Ne? Bist du gerade auf Tour? Ich war gerade auf dem Schiff. Ich war 2 Wochen auf dem Schiff. Auf der Aorta? Nee, ich war die andere Firma und ich war in Norwegen und ich war nördlich des Bergen. Polarkaps. Bergen war schön, weil in Bergen siehst du tatsächlich Norweger. Ne? Ja. Du bist woanders in Norwegen und du siehst keine Menschen. Es ist irgendwie im Endeffekt ein Hügel, Land. Heißt aber Bergen. Genau, es ist ein Land ohne Menschen und es ist wie total Island. Merkwürdig. Du gehst spazieren und du sprichst Leute an und sie sagen, are you from Norway? Und die sagen, nein, from Bochum. Ne? Ja, so, natürlich. Auf dem Schiff.
everyone in Norway ist vom Schiff. Ja. Ist vom Schiff. Und du gehst Kaffee trinken und es ist... Also alle blaublütig. Ich genau. heiße vom Schiff. Genau, alle sind vom Galeins Schiff. Vom Schiff. Alle sind vom Schiff und du bist 2 Wochen mit 2.500 Leuten und es ist echt, es ist schön und anstrengend zur gleichen Zeit. Schön anstrengend. Weil du kannst, du gehst aufs Klo, du gehst pinkeln und einer stand neben mir nach meiner Show und er sagte zu mir, bist du nicht dieser Ami? Und ich habe gesagt, ja, und er wollte mir die Hand geben beim Pinkeln und ich habe gesagt, es geht nicht und er sagte, wieso nicht? Und ich sagte, erst abschütteln und dann die Hand geben und dann war es okay. Ja, ist aber, waschen nicht besser vorher? Aber es ist, aber du, überall, überall bist du quasi für die Leute, du bist, für die ist das die Verlängerung der Show. Das heißt, du hast nicht den Auftritt und dann frei, für sie bist du quasi, der Auftritt geht weiter, weil wenn du beim Frühstück bist, die gucken dich an und dann gucken sie weg und dann sagen... Aber genießt du das nicht? Ich genieße es. Ich war 3 Wochen auf Aorta und ich hab genossen. Hast du es gemacht? Boah, hör mal, ich war der Einzige, der an Bord blieb, außer noch, der Marc blieb noch, ne? Der Weise, ne? Ja. Und, wie oft hast du gespielt auf dem Schiff? Einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Eine Woche dauert auf AIDA 6 Tage. Genau. Ja, wegen der Krümmung. Ja, bei Erdkrümmung, genau. Ja, genau. Und das war Weltklasse. Ich habe in der Hängematte da. Das Einzige, was nicht geht, ist nachts auf Toilette gehen, ohne den Partner zu wecken, genau. Weil die Toilette so laut ist. Das stimmt. Schup, wuff. Ja, genau. Ist wie beim. Ja, genau. Eine echte Ferguson. Ich. Ich fühlte mich gerade wieder da. Das ja, ist es ist so laut, du machst das ganze Boot wach. Wirklich, wenn du auf Toilette abends gehst, du kannst noch Tippelschritte. Genau. Mach bloß kein wach, alles klar. Und dann, na, du musst aber spülen. Hast du beim Seegang gespielt? Nee, ich stand. Ich, ja? Aber ich fand ich das habe so einmal, wirklich, auf dem größten Schiff, ich weiß nicht, wie heißt der größte Aorta? Nova? Nova kann sein. Nova oder so. Auf jeden Fall. Ja. Eröffnung habe ich gespielt. 5 Reihen über mir, drüber. Okay. Ne? Okay. Hast du da auf der Bühne geschafft. Okay. Und zum ersten Mal Seegang gemerkt. Okay. Habe ich da nie gemerkt. Habe ich gedacht, jetzt, wenn ich auf Rot tippe, wäre schwarz gekommen. Weil, ja, genau. Weil das Casino ja davor aber war. Hast du im Sitzen gespielt oder im Stehen? Ne, im Stehen und ich wollte hinterher sitzen. Ja, aber es ist Wahnsinn, ne? Es ist Wahnsinn, wenn du erzählst. Ich habe aber viele Leute gesehen, die wirklich so, hui, weißt du, dieses, boah. Genau. Die haben zum ersten Mal gemerkt, ach, wir sind gar nicht an Land. Ja. Das war eine Detonation. Ja. Und was wahnsinnig ist, ist egal wie groß das Schiff ist, ist das Meer größer. Ja. Das Schiff ist und riesig. Weit. Und weit. Und wenn es wackelt, alles wackelt. Und du spielst ihn. Ich habe einen nach der Show gefragt, wie er es gefunden hat. Und der guckte mich an und der sagt, ich habe fast gekotzt. Ja. Und jetzt ist die Frage, woran? Schiff genau. Oder genau, oder Programm, genau. Ja. Und, aber das war echt, das ist... Hör mal, apropos wackeln. Wir gucken runter. Wir sind auf dem obersten Deck. Promi. Gucken runter. Deck 12 oder kollidierende was? Körper unten im Whirlpool. Ficken sich das Hirn weg. Echt, ja? Die haben wir mit Erdnüssen beworfen, die ganze Zeit. Hast du es aufgenommen, oder was? Hör mal, du guckst runter und... Oh, schön, guckst du. Und unformierte Körper. Ich höre Wahlgesänge. Hör mal, ich. Aha. Und du bist dann unauffällig vorbeigelaufen. Das war eine Firmeneinladung. Echt, ja? Ja, ich bin doch hier nicht Prinz Punk oder was und hau da eben mal Geschlechtsteil durch die Welt. So, und dann gucke und 40 Leute oben an den Balkons. Ach, guck mal. Und dann fing er mit der Erdnüsse an und alle, hey, Yippie. Weißt du, was die kosten an Bord? Was, die Erdnüsse? Die Erdnüsse. Die sind umsonst. Ja, nee, nicht. Nicht, wenn du zu viele wirfst, dann musst du die nachbestellen. Ach so, ja. Wir haben Möwen, wir haben Videos gemacht, wo wir Möwen gefüttert haben. Ja. Wir kamen in Kopenhagen an, ersten Tag, ne, so Zwiebelringe. Erstmal so hingelegt, kamen die Möwen. Es sind ja keine Möwen, wie wir kennen, also Möwen. Ja. Daher Adler. Seht ihr, 11 Meter, Albatrosse. Ja, genau. So, und die klauen dann unsere Zwiebelringe und wir so, hey, die haben die Zwiebelringe genommen, die sind bestimmt gesund. Und dann haben wir die aus der Hand gefüttert, haben wir Videos vorgemacht, kannst du dir gar nicht vorstellen.
So, dasselbe machen wir in Norwegen, waren kleinere Vögel, kamen nicht. Was ist denn mit den Norwegern los? Oslo, weißt du, also das war gar nichts. Okay. Nicht low. Okay. Ne? Und dann kommen wir zurück nach Dänemark, als ob die auf die Uhr geguckt hätten. Sag, ja, wo wart ihr? Wir brauchen Zwiebelringe. Ja, da genau. Standen die mit 10 bei unserem Flur. Ja, genau, die haben die bestellt. Ja, Junge, die hat Videos gemacht, solche Albatrosse. Ja, sag, kleine Bescheid, die kommen jetzt hier rein, die sollen mir nicht das Bett voll kacken. Ja, klar. Ja, Klatschball ja, für diese. Ja, ist doch so. Ja. Ja. Nein, viele schön. Denken, man erfindet das. Nein, das ist ja das ist Empfinden. Das Leben. Ja, das ist Empathie. Ne? Aber unten auch, wenn du im Casino saßt, du darfst ja nur Casino spielen, wenn du irgendwo anliegst. Auf haben See die darfst ja kein Casino haben die spielen. Ja, ja ich bin Gesetz, als ob ich ein Gesetz Duisburger. Weißt du? Ja. Aber war halt der Einzige, der gedreht hat und gespielt hat und hat mich auch selber ausgezahlt. Hab meistens verloren. Nein, aber kannst du ja so. Und ich immer nur die 0 und die 17 und gewinne die Scheiße. Und dann denken die, ja klar, der arbeitet ja hier, natürlich muss der gewinnen. Es saßen 8 Leute, die alle auf eine 17 getippt haben. Meint sie, die ist noch einmal gekommen? Ich habe gesagt, ihr Drecksäcke, wegen euch kommt die nicht. Auf eine 0 tippte keiner, die kam immer wieder. Bums, also ich hätte das Schiff kaufen können. Wow. Musste aber die Chips meiner Frau abgeben, die hat davon was Gutes gekauft. Wirklich? Stimmt, weiß ich nicht. Bettwäsche oder so. Schenkst du ihr Dinge, wenn du unterwegs bist? Irgendwie so? Ich guck immer. So Andenken von der Reise und so? Kühlschrankmagnete. Ja. Macht ihr es wirklich so für die? Ich sammle die selber. Ich hoffe nur, dass der nicht immer mal nach vorne fällt. Bei damit du weißt, wo du warst. Ne? So. Ja, ich mag das auch, ist schön. Ich habe ein paar Kühlschrankmagnete, wo ich noch nicht war und weiß, ich muss da hinfahren, damit ich das Empfinden habe, dass die von mir sind. Genau. Aber es ist schön. Habt ihr Kühlschrankmagnete in Amerika? Ja, klar. Ich bin ja Kanadier. Das weißt du nicht, aber ich bin gebürtiger Kanadier. Okay. Hast du einen Ausweis? Ich wurde ausgewiesen. Ach so, okay. Meine Mutter hat mich immer verarscht. Dass ich in Montreal, weil meine mütterlicherseits Familie in Montreal wohnt. Und als wäre ich dort geboren. Okay. So, und meine Eltern waren während einer Hochzeit von meiner Cousine, Celina, waren sie da. Und ich kam einen Monat zu früh. So, das war die Geschichte. Jetzt kommt es. Okay. Irgendwann mal wollte ich aus meinem Kinderpass einen normalen Personalausweis machen, weil ich wieder fliegen wollte. Und dann sagte ich, wo sind Sie geboren? Ich sage, Montreal. Ja, hier steht aber Duisburg. Ich sage, nein, Montreal. Da brauchen wir die Geburtsurkunde. Ich gehe zu meiner Mutter, die lacht sich defekt. Weiß das heißt ich kaputt. Ja. So. Ja. Dann gucke ich einmal mal King of Queens und genau dieselbe Geschichte passiert bei King of Queens. Dass sie ihm deine erzählt, Geschichte? Er wäre in Montreal geboren. Also ist vom Montreal ist, wenn du da geboren bist, also Kanada, zählt Land, nicht Blut. Wenn du in Deutschland geboren bist, Blut. Da Land. Genau. Nee, das heißt, du bist Kanadier. Richtig. Ich muss die deutsche Staatsbürgerschaft wieder. Wenn du alte Poesiealben von mir siehst, wo ich reingeschrieben habe, steht immer Geburtsort Montreal drin. Wow. Bis ich 14 war, steht immer Montreal drin. Okay. Weil meine Mutter mich verarscht hat. Okay. Hast du jetzt beide? Hast du 2 Pässe? Nee, ich habe einen. Ich finde Kanada, aber da bin ich so deutsch. Ich bin bei den Niagara-Fällen, baller mir ein, weil ich auf das Dreckschiff nicht wollte. Mein kleiner Bruder war erst mal Mist auf Mist oder wie das Schiff heißt, was eben an die Hufeisen ranfährt, Niagara-Fälle. Ne? Mm, okay. So, alles klar. Und ich denke so, hast du schon gesehen, warst 2 drauf, brauchst du nicht. Geh mal hier auf die Reisemeile, baller dir ein. Alles klar. Ich für Erwachsene so. Komm in den 6. Laden und überall kriegst du in Kanada gesagt, hey, you're welcome. Ne? Und dann zum Anfang magst du das. Und ab dem 8. Laden kam eine Frau auf mich zu und wollte gerade, ich sage, I know I'm welcome. Boah, ich habe die angeschrien, da war ich so deutsch, weil ich gesagt, ich weiß, dass ich willkommen bin, gib mir nur ein Bier. die sind zu freundlich, das ist abartig. Hast du es so empfunden, zu freundlich? Ja, du musst über nach Buffalo fahren. Dann bist du in Amerika, dann sind sie mir freundlich. Das ist schön. Dann so ein bisschen, genau. Nee, aber die Amis sind nett. Die Amis nein, sind manchmal, hör auf. Das Land ist schön, nett. Aber nein, wenn manchmal. Du die Amis selber kennenlernst, einzeln, alles klar.
die labern ein bisschen, wunderbar. Ich bin gern Südstaaten zum Beispiel, was das mag ich, South Carolina oder was, okay. Weil ich auch so ein bisschen, sag ich mal, Fackel im Sturm und was war immer so, ich fand diese Sendung geil. Und Fackel im Sturm, was war Fackel? Patrick Swayze. Fackeln im Sturm? Nicht fucking, Fackeln. Achso, nicht fucking. I thought you said fucking in the storm. Es war im Sturm. North against South oder South and North. Ach so, that one. Ja, ja. Auf jeden Fall so okay. wie vom Winde verweht. Verstehe. Ja, okay. Wie wenn man Fürzchen lässt. Okay. So, und das ist wirklich so. Und dann lernst du den Redneck kennen. Okay. Der spricht so Englisch, dass du weißt, alles klar, ich war nie in der Schule. Genau. Ja, der sagt so. Ja, das klingt total anders, ja. Und du sagst, ja, für mich jetzt nicht. Ich habe nur einen Kessel Buntes. Genau, sag so einfach, genau. So habe ich mit Gary Anderson gesprochen, der spricht Gälisch. Genau. Ja, der spricht kein Englisch, der spricht Gälisch. Ja, und ich spiele mit ihm bei Premier League, Formula Darts, spiele mit ihm in einer Mannschaft und wir unterhalten uns. Und er mal merkt, alles klar, er kommt nicht mehr ins Englische, er spricht nur noch Gälisch. Und sagt, Markus, wir ballern uns ein und verlieren gegen Lini Becker und Peter Wright. Okay. Jetzt du. Okay. Markus Krebs! Ich möchte mich dafür immer wieder entschuldigen. Ich kriege immer wieder Zurufe, die sagen, wir rufen dir was zu. Echt, ja? Und dass ich den Gast nicht zu Wort kommen lasse. Deswegen hast du jetzt eine Minute Zeit, komplett alles rauszulassen, was du kannst. Mich zu äußern? Das reicht. Ja? Ich bin erstmal sehr glücklich, dass du hier bist überhaupt. Schön, ja. Ich war, wie gesagt, ich war 2 Wochen auf dem Schiff. Ich habe zu viel gegessen und zu wenig Bewegung. Ich wollte eigentlich Sport machen jeden Tag und ich habe so einmal in den 2 Wochen. Und jetzt tut alles weh. Mein Nacken tut weh. Und wenn ich drehe... Irgendwie tut es ein bisschen... Du wohnst in Köln, ne? Ja. Dann tut der Nacken manchmal weh beim Sport, das ist richtig. Ja, du merkst irgendwie, ich bin... Der ist so lustig, ey. Ach, Markus. Nee, ich merke Man irgendwie... Man steckt nicht drin. Ich merke irgendwie, ich bin... du merkst irgendwie mit der Zeit, du bist steif, aber an den falschen Stellen, ne? Es ist... Du bist... Hast du eine Frau, Freundin? Frau. Frau, ja, wie alt? Darf ich da fragen? Älter als ich. Als ich jetzt? Ja. Als ich? Du auch? Ja. Also über 30? Ja. 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 Ich sag dir was. Ich habe zu meiner Frau gesagt, vor ein paar Wochen, Sonntagmorgen, du glaubst es nicht, ich habe eine Morgenlatte. Und weißt du, was sie gesagt hat? Hohen Blutdruck. Sie sagte, stimmt, das glaube ich nicht. Und das ist das Alter. Ne? Das ist das Alter jetzt, wo, wenn du was hast, du freust dich, dass da was ist. Dass, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir braucht nur der Wind falsch stehen. Wirklich? Immer noch? Boah, natürlich. Boah, ich finde es... Meine Freundin ist 23. Meinst du, wo ich hin will? Wirklich? Nee, ehrlich. Merkst du mit den Jahren, dass deine Erektion quasi eine Biegung nimmt? So biegt? Nee. Ganz komisch? Nee, gar nicht. Nee? Nee. Hat jemand im Publikum so eine Biegung? Hat einer eine Biegung, die er jetzt zeigen könnte, damit wir... Nee, aber ich habe mit dem Arzt geredet und der Urologe sagte mir, das wäre Verkalkung. Mhm. Ja, das wäre so wie bei Dings, wie heißt die Werbung, diese Verkalkungsdings. Der sagte, das ist halt, das irgendwie verkalkt sich und dann ist die Biegung das, was die Biegung ist, wegen der Verkalkung. Wann kriege ich die Biegung? Du kriegst die Biegung, ich würde sagen, ab 50. Bist du 50? 52. 52. 53, keine Biegung. Und du hast keine Biegung? Aber das Schöne ist, du kannst um die Ecke bumsen. Ich wollte mal Biegel haben. Du kannst um die Ecke bumsen bei der Biegung. Also du kannst alle Löcher nutzen. Genau. Genau, die Biegung darf, genau, es darf nicht so weit weg sein, aber du darfst, ja. Ja. Nein, es ist manchmal noch so, dass man auf dem Erdbeben wartet, wegen der Bewegung. Genau. Aber genau. Insgesamt ist es noch alles. Also wenn genau, aber wenn man ich muss meine, darüber, ich wüsste, dann bin ich auch ja, da. Aber man muss darüber lachen. Nee, ich nicht. Ich brauche darüber nicht lachen, weil ich kann ja. Warst du schon beim Proktologen?
Ich hatte mal jemand, der wollte, ich will das nicht. Ja. Da ist der, die wollen im Vergleich mir macht der Urologe Spaß, ne? Der Proktologe? Nein, ich glaube, dass der Urologe mit seinem Schlauch mehr tut als der Proktologe. Nee, stimmt nicht. Nee, der Proktologe ist echt. Der echt? Hat so, der sagte zu mir, als ich da war, ich muss sie löten. Mhm. Ja? Boah, weißt du, was ich schon mitgelötet habe in meinem Leben? Und das hat, ich sage, das hat nichts mit Urlaub zu tun. Das ist echt. Ich bringe dir die Lötentöne bei. Ich habe zu ihm gesagt, wir kennen uns nicht gut genug. Das hat er eigentlich. Keine das, Einladung zum ba- Kino vorher. Du hast das Gefühl, irgendwas. Der baut ein Radio in deinem Arsch ein. Ne? Das ist so. Aber verkehrter Sender. Ja, genau. Aber es ist so, das sind wie Stromschläge. Ne? Das ist richtig. Habe ich? Toi, warte. Ach. Noch gar nicht. Ja. Ich habe Magenspiegelung, war schon das Härteste und die kann ich selber. Ja. Tatsächlich, ich kann mir selber eine Magenspiegelung machen und sehe, was ich habe. Echt, ja? Ja. Aber du bist völlig runter, wenn die das machen, ne? Das ist, ich meine, du... Nein, ich lasse mich ja nicht betäuben, ich will ja sehen, was sie echt? Machen. Wirklich? Warum sollen sie mich betäuben, dann kriege ich ja nicht mit. Da ist eine Kamera, der ich... Du kriegst so ein Spray in den Hals. Und dann kriegst ja, du so, klar. Damit du drauf kaust, damit der Schlauch, alles klar. Beim Schlucken, damit der... Schlauch runtergeht. Aber du hast also, echt, das kann ich doch selber. Du hast Lust, dafür, das zu sehen? Ja, ich will doch wissen, was los ist. Bei mir schließt sich die Rattenklappe nicht. Ja, unten an der Speise, du hast eine Rattenklappe. Heißt, ja. Nach unten muss sie rauslassen, nach oben muss sie schließen. Okay. Wie an einem Haus, dass die Ratten nicht ins Haus kommen. Nach okay. unten geht der Abfluss raus, nach oben wird zugemacht, dass die Ratten nicht ins Haus kommen. Okay. Das ist dasselbe System, was du an der Speiseröhre hast. Bei mir schwingt es durch. Dadurch kann ich auch vielleicht auf dem Rücken liegen und kriege Sodbrennen, ach so. Weil es plötzlich mir hochkommt. Ja, weil die Rattenklappe sich nicht schließt. Aha. Das kann ich mit dem Ipsheft kann ich mir das angucken. Da aha. kann ich Fotos von machen. Du musst die Jackie mal fragen, ich kann mich wow. selber betäuben oder, echt, sind wir jetzt schon? Nein, im Leben nicht. Ja, ich kann mich selber, ich schneide mir selber, hier ist zum Beispiel, habe ich irgendwo so einen Pickel oder irgendwie sowas. Ja. Der ist nicht mehr lange da. Okay. Den mache ich selber weg. Sieke, ich mache den vorher, wirklich, ich mache heiß, Wodka rein, schneide mir ein Ding an, draufdrücken und zu. Alles gut. Du bist wirklich wie ein Heimwerker. Du bist wie nein, aber das ist der Weg. Setze weh. Ich muss sparen. Selbst ist der Mann, ne? Nein, oh. aber du weißt doch, woran es liegt. Wenn die Achillessehne knallt, weißt du, die ist durch. Aha. Dafür muss ich nicht Troja gucken. Aha. Ist so. Aber beim Ornanieren lässt du Leute das machen. Na so. Es gibt beide Seiten. Echt, ja? Ja. Aber es ist nicht mehr notwendig, weil ich ein aktives Sexleben habe. Okay. Sie macht gerade... Okay. Aber sie kann da auch jetzt nicht anders durch. Bist du eher zu langsam oder zu schnell? Das ist für mich immer, wenn ich will. Wirklich? Ich kann das ja bestimmen. Du denkst an so einen Duisburg-Sieg und dann... Dann komme ich. Dann habe ich das mit deiner Biegung. Genau. Ach, ja, nein, Markus. Es werden Kinder gezeugt. Genau. Dafür wurde das mal eingeführt. Wenn man okay. das so sagen habt ihr Kinder? Hast du Kinder? Nein, natürlich nicht. Ich habe Kinder, die zu mir Papa sagen, aber nicht von mir sind, weil ich lieber die Verantwortung abgegeben habe. Ach so, okay. Ich bin lieber geil ohne Schuss. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege. Ohne Endergebnis. Geil ohne Schuss. Ja, kein Endergebnis, nicht oh. Ist das dein neues Programm? Geil ohne das Schuss? Das wäre geil, schreib mal auf. Das wäre geil. Geil ohne Endergebnis. Geil ohne Schuss. In Englisch sagt man sowas firing blanks. Ne? Weißt du, dass ja. Engländer und so weiter mehr Schimpfnamen oder was für ein Geschlechtsteil haben und so weiter als deutsche Wörter in ihrem Duden? Wirklich? Ja, alles, wenn du in England bist, denkst du ja, die sind ja alle so vornehm. Dass nicht jedes zweite Wort fuck ist alles. Genau. Nee, die Amis haben gesagt, Deutschland hat die meisten Steuergesetze. Ja, der holt keiner mehr auf. Und Amerika, England hat die meisten Begriffe für Schwänze und so. Ja, ja. Ja. Finde ich gut. Ja. Mit den Steuergesetzen, meine ich. Mit den Steuergesetzen. Zahlst du Steuern? Ja. Hm? Zahlst du Steuern? Das weiß ich nicht.
Da habe ich Mitarbeiter für. Du hältst dich raus, ne? Ja, aus den. Die ärmer mal dafür sorgen, dass ich gesiebte Luft atme. Hast du mal eine Steuerprüfung bekommen? Ich habe eine Prüfung bekommen und das Wort war richtig geschrieben, Steuer. Und habe da zurückgeschickt, alles in Ordnung. Nein, es ist, die haben mal mein ganzes Unternehmen, also mich, ja, untersucht. Und da war alles, also da waren viele, also ich muss noch einiges. Ich guck mal. Nachzahlen? Es sind ein paar Blätter, die ich noch brauche. Hast du nicht irgendwie was, wo du sagen kannst, ja, der hat bei uns auch mal? Wo ich vielleicht 20, 30 Trikots reingeworfen habe? Ja. Kann man ja mal unterschreiben. Genau. Er ist von der Bank hier übrigens. Er gibt es nicht zu. Ist der ja von der Bank, wirklich? Von der Bank, ja. Aha. Ja. Sparkasse oder? Nee, Parkbank. Parkbank. Es läuft. Ja. So, John, du bist auf Tour. Weißt du, dass ich heute ein Lucky Luke-Heft wegen dir rausgesucht habe, weil ich gedacht habe, gesucht wird John Doyle. Da steht aber nur John Doe drauf. Doe, genau. Ja, der Kopfgeldjäger steht. Gesucht wird tot oder lebendig John Doe. Ja, genau, Doe. John Doe ist so. Und ich denke so, scheiße, wenn da Doyle, hätte sie mir das unterschreiben können. Genau, in Deutschland ist es wie Thomas Mustermann oder sowas. So was. Nee, nicht Thomas. Wie heißt Max der Mustermann. Max Mustermann. Ja. Genau. Jetzt stell dir mal vor, du heißt Max Mustermann. Welche Probleme du in deinem Leben bekommst. Genau. Du willst einen Kredit haben? Ja. Herr Mustermann, natürlich. Genau. Ich habe lange gedacht, dass Nico Schwanz, ich dachte, Schwanz wäre so ein Künstlername. Es ist, ne? Für ihn war ein Künstlername. Was? Er sah ja auch nicht schlecht aus. Also ich sag mal, wenn ich jetzt von einer anderen Fakultät wäre, hätte ich ihn jetzt nicht, also ich hätte nicht gefragt, woher der Name kommt. Mhm. Aber als Frau gibt's manchmal so einen Namen wie Rosa Schlüpfer. Okay. Die ja dagegen geklagt hat, weil Stefan Raab sie deswegen mal in TV Total, ja. Da gibt's eine Frau, die heißt Rosa Schlüpfer. Okay. Ist auch schwierig. Auch schwierig. Als Russe, sehr gefährlich. Ich habe gehört bei Nico, jemand hat ihn einmal gefragt, heißt du wirklich Schwanz? Und der sagte, nee, mein richtiger Name ist Pimmel. Hat er gesagt. Und, ich hätte gesagt, nee, mein richtiger Name ist Thomas. So wird's witzig. Thomas Nico Schwanz, heißt du wirklich so? Nein, mein richtiger Name ist Thomas. Ach so. Das ist witzig. Guck mal, alle denken darüber nach. Das ist dieses Hintenrumdenken. Genau. Es dauert ein bisschen länger, aber... Nein, aber ist ja, wenn es länger dauert, aber wir haben wie Zeit. Wir das Thema ja schon hatten. Zeit, ja. John, was machst du sonst beruflich? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie gesagt, ich war auf dem Schiff und ich habe Karneval gespielt. Wie heißt gerade. Sein, wie MSC? Warst du bei MSC? MS3. Mein Schiff 3. Mein Schiff, ja. Mein Schiff. Ist das jetzt nur mein oder auch rein? Genau, Ruhr? Die sind immer mein. 2.500 Leute sagen immer so Mainz. Ne? So, okay, also nur in Mainz, nicht Donau oder in genau, Mainz. Genau, Mainz. Und und jetzt bin ich auf Diät. Warum warst du auf dem Schiff? Hat man dich für eine Firma angeworben, wo man sagt, ich habe so ein bisschen gespielt. Meine Frau mag das. Und ich auch. Sie fährt gerne mit und sie geht in die Sauna und alles. Und, da kommt man jede Sauna. Da war früher eben Und sie mag das. Und ich finde es schön, aber ich finde es auch schön, wenn man nach dem Auftritt nach Hause fahren kann. Ich mag so, ich habe das Schiff? Alter erreicht, wenn man im eigenen Bett schläft. Ja. Ich mag es, im eigenen Bett zu schlafen irgendwie. So jetzt. Ich hab so viele Betten. So viele Betten? Ja, weil ich habe in Neudorf hier eine Wohnung, dann in Hamminkeln, Bette Mittler. Ich habe so viele Betten. Okay. Aber ich fühle mich in keinem richtig wohl, weil die Härte fehlt. Ich habe die Härte. Spanplatten reingelegt für den Rücken. Okay. Und trotzdem rolle ich zur Seite. Okay. Und ich sage, hör mal, ich habe doch hier es gibt keine Spanplatten, die an der Seite hochgehen. Gebe nicht. Gibt's nicht? Nein. Doch bei so... Marktlücke. Bei Bunkbeds gibt es das. Hm? Weißt du, diese Hochbetten, quasi das Bett, das oben ist, hat so quasi diesen Rahmen das außen. Für, sag ich mal, Behinderte aber mach oder mal was so, die anderen sollen. Aber mach mal so ein Hochbett mit Leiter
Und dann, wenn du oben bist, hast du quasi diesen Rahmen an der Seite und dann fällst du nicht bei hoch. Bei Sonnenbänken habe ich gesehen, dass die Seiten hochgehen. Genau, aber du kannst es so, das bleibt so wegen Kindern, damit sie nicht rausfallen. Aber das hat sich bei kannst IKEA nicht durchgesetzt. Oder irgendwelche Möbelhäuser. Ah. Dass die Seite hochgeht, dass du nicht rausrollst. Ja, das. Du rollst also, entweder bleibst du mittig, kuschelig oder rausfällig. Okay. Du rollst so viel, wenn du schläfst? Nein, ich will gar nicht rollen, es macht das Bett. Ich bin der ruhige Schläfer. Okay. Man, und das Bett schiebt dich Saudi-Arabien wird mich als Schläfer bezeichnen. Wirklich? Ja, so ruhig bin ich. Und das Bett rollt dich aus dem Bett? Es ist so. Aber in Neudorf auch, so. Okay. Auf AIDA, so. Warum gibt's nicht so? Ich weiß nicht, das ist eine Marktlücke, glaube ich. Weil ich sag, sollen wir die rausbringen? Ja, mach das. Mach so eine Doyle Krebs. Ja, mach mal die Markus John, Krebs. John Mark Doyle. Genau, stay in your bed. Not bed. Not bed is bed. Yeah, no. All not bed is bed. No falling out of bed. Yeah, not falling out in the bed. Out of bed. Out of the bed. Gute Wette. Is that a not falling out of the bed? Yes. Ja, mach das. Und dann wäre eine Werbung. Ja, ja. Bett. Genau. Bett und Sis ist ein genau. Bett. Ja, aber machst du Sport? Du hast abgenommen, ne? Ja, man hat mir abgenommen. Echt? Ja, Führerschein, deswegen muss ich mehr laufen. Echt? Und läufst du? Läufst du? Ja, aus. Ein bisschen? Ja. Nein, es ist so, dass ich viel trainiere. Okay, was heißt das? Daten. Okay. Und Schach viel. Okay. Ich habe mir aber schwere Figuren gekauft. Aber du verbrennst keine Kalorien bei Darts oder sowas, ne? Ich esse nichts. Ich esse wirklich nichts. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. Okay. Ich habe hier gerade eine Kürbis unter Protest. Nicht wegen der Küche, sondern einfach nur, ich möchte nichts essen. Ich bin kein Verdauer. Okay. Ich so, Hefeteilchen, gut. Okay, flüssig so, ja. Nein, aber auch, es kann mal eine 7-Up-Light sein. Lass ich durchgehen. Okay. Aber Essen, ich bin so der Schnapper. So zwischendurch, Würschchen, alles klar. Okay, so flüssig. Sausage. Besser deins. So intravenös. Welche Küche magst du am liebsten? Die amerikanische Küche gibt es ja nicht. Nee, ich esse seit 4 Jahren vegan. Alleine? Ja. Ja, ich esse seit 4 Jahren. Ja, ich esse und es ist... Das ist witzig. Warte auf. Ich mache heute erstmal einen Gag und dann kommt sowas. Ist immer lustig, du gehst mit euch. Ich esse ganz vegan, echt alleine. Ja, ganz vegan. Nee, aber das war am Anfang, das war eine Umstellung, weil da ist, wenn du es streng siehst, ist wenig Fleisch dabei. Ja? Bei vegan ist wenig Fleisch, ja. Bei vegan. Und das ist die Umstellung. Ich dachte so, ich hatte so eine schwere OP vor 4 Jahren. Ich hatte eine Herz-OP. Ja. Und der Arzt hat zu mir gesagt, ändere deine Ernährung. Und ich habe es geändert. Und es war schwierig. Aber, Vorhof oder Hinterhof? Aber es geht. Was? Vorhof oder Hinterhof? Vorhof. Vorhof. Ja. Ah, da geht noch. Ja. Ja. Ich habe eine Herzmuskelentzündung gehabt. Da haben die mir so ein Ding und auch durch die Leiste oder was. Alles genau gesehen. Ja, es war scheiße. Ich habe mit fotografiert. Ich habe zu ihm gesagt, ich brauchte Bypässe. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, was ist mit Stents? Ja. Und er guckte mich an und er sagte, Stents sind für Pussys. Schlimm, ne? Ja, aber kommen ja nicht nur Frauen. Ja. 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 Aber 4. Ich habe 4 bekommen. Es ist, wenn es hilft. 4 Stück. Und dann habe ich die Ernährung umgestellt. Und habe ich auch. Ich habe die Chips mal rechts neben den Computer gelegt. Genau. Möhren. Auberginen esse ich. Ja, ich habe gerade... Auberginen isst man nicht. Und man isst auch keine Oliven. Oliven Wieso ist, nicht? Das ist der letzte Ausweg, um den Salat vollzukriegen. Meinst du? Ja, ich hole mir beim Italiener, mach mal gemischter Salat und der haut Oliven da rein. Und du kannst 100 Mal reinschreiben, ohne Oliven. Okay. Es sind Oliven dabei. Weil scheiße ist es, wenn der Stein drin ist, wenn es fest drin ist und du weißt es nicht und du denkst, dass es nicht drin ist und dann beißt du drauf. Ja, ich beiß ja nicht drauf, ich will sie ja nicht. Ja, und die Zähne sind dann weg, ja. Ist blöd. Das ist blöd. Aber, das heißt, du magst keine Oliven. Na, es ist sinnlos. Echt? Es gibt Salate, die sind sinnlos. Was magst du eigentlich an Essen? Was würdest du gerne essen, wenn du weißt, morgen lebst du nicht mehr? Spaghetti, ja? Gehacktes, meine Soße.
Perfekt. Okay. Zusammen. Oder Jackie macht Spinat, eine Bratwurst dabei, Kartoffelpüree, ein bisschen Maggi drüber oder Soße zum Braten, Bums. Ich bin ganz normal gestrickt. Okay. Ja, hau rein die Scheiße, lecker. Bums heißt fertig, wenn du sagst Bums. Bums, ja, Bums heißt nicht immer fertig, aber in dem Fall ja. Bums. Und ja. Dingsbums? Dingsbums heißt überlegt. Ist überlegt. Ja, du gehst über die Reeperbahn, genau. Und du bist geil. Genau. Dann hast du aber Dingsbums. Du überlegst, wer? Bums ist fertig, gehst ein Trinken. Okay. Dingsbums, oh, ich guck. Da also kommt mal schnell meine Ritze. Okay. Und dann fällst du aus dem Bett. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Ja? Hast du vollkommen recht, auf St. Pauli, ob da die Betten nach außen gehen. Ja. Das ist eine Idee. Bist du schon auf St. Pauli so beleidigt worden von Leuten? Wenn ich bezahlt habe, ja. Ja. Als ob mich einer beleidigt, guck mal, weil ich für eine Kante bin. Ja. Die wissen genau, den zweiten merken sie nicht mehr. Ja. Zack. Ja. Nee, ich hatte einmal Auftritt im Schmidt-Theater, im Mittagsshow und es läuft nicht so gut. Ich war, Kay Ray hat moderiert. Ja, und, hat er sich ausgezogen? Und hat er sich ausgezogen und ich war, glaube ich, um 4 Uhr morgens dran. Ja, aber du solltest um 2 Uhr auftreten, aber Kay Ray hat dich anmoderiert. Genau. Und ich war um 4 Uhr morgens dran und dann irgendwie bin ich rausgegangen und eine Frau hat mich angesprochen. Sie sagte, na, was ist mit uns zwei? Na, und ich meine, du kriegst nur 50 D-Mark oder damals war es 50 D-Mark für einen Auftritt. Und ich habe gesagt, bitte lass mich in Ruhe. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, hau ab, du Flachwichser. Na? Und, das kostet schon Hunderter. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber die ging von nett auf super aggressiv innerhalb von 2 Sekunden. Ne? Aber kannst du das nicht für dich switchen? Sofort von, alles klar, die ist geil und dann labert die mit dir und dann merkst du, alles klar, die ist nicht von dieser Welt. Ja. Entweder kommt sie zu arrogant rüber oder man muss ihr sagen, dass sie zu arrogant ist oder wenn sie ein Gebiss rausnimmt, wirkt sie auch nicht mehr arrogant. Ja, ja, es war so strange, weil es war wirklich, es fing nett an. Ja. Und dann schwenkte es. Bleibst du nicht nett? Schwenkte kannst es du sofort. Nicht, wie heißt das englische Wort für schön beleidigen? Boah, ich mag ja herunterhängende Titten nicht, aber dir stehen sie. Da gibt es ein englisches Wort für. Guck mal, zwei Leute klatschen und die Frauen denken, was für ein Arsch hier. Ja. So, gelbe Zähne, aber als BVB-Fan, schön. Ja. Da gibt es ein englisches Wort für, tatsächlich. Ja. Schön beleidigen. Ich glaube, Monty Python hat da, oder im Original ja Monty Python, wir sprechen halt immer falsch aus. Aber was ist eigentlich ein Flachwichser? Was? Dass du wohl sehr, sehr kurze Beine hast. Ja? Timmy. Flachwichser. Ein was? Ein Umdenker? Low Banker. Flachwichser. Low Banker. Ja. Also Christen und Dispo. Ja. Ich habe sie gefragt, können Sie das übersetzen? Ich glaube, sie hat sowas noch nie gehört, ne? so eine Frage. Ne? Ist ja auch hier dieses Übersetzer, ist ja der Hafen auch. Could you der please translate? Ja viele. Na, und sie wollte es nicht. Ja. Aber Hamburg, bist du gerne in Hamburg? Ja, Hamburg ist schön. Hast du da mal richtig ordentlich... Was heißt? Gepfiffen, gewisselt. Was heißt das? Eine Frau kennengelernt, wo du sagst, alles klar, die weiß nicht, dass ich gestern hier war. Nein. Ist auch gut. Nein, ich bin ich auch nicht. Treuer Mensch. Ich bin ein treuer Mensch. Nee, ich war damals in der Scheidungsphase. Echt, ja? Ja, und ich habe die auch gefunden dann. Und? Wie lange hat es gedauert? Boah, das war die schnell, spiel ne? auf Zeit. Es ist ja so, dass du mit ihr dann am Geldautomat stehst und vor dir stehen 10 Idioten, die genau dasselbe gerade mitmachen. Ja. Scheiße. Und ich sage, ja, für 10 Minuten länger, aber das dauert ja schon 20 Minuten, also musst du noch mehr abholen. Oh nein. Aber es war keine Liebe. Nicht hinterher mehr. Ja. Nee, aber zum Anfang war ganz klar Liebe. War, ja? Ja. Sie hat auch gesagt sofort, die liebt mich. Okay. Und du hast es geglaubt? Ja, sofort kennengelernt, ich liebe dich. Ah, okay. Du bist das. Wir haben geheiratet, dauerte auch nur eine Minute, dann wegen bei Akt nicht durchvollzogen und direkt geschieden. So. So. Ah, guck mal, jetzt kommen die ersten
Kommt was? Ja, die wollen Pause machen. Ach so, okay. Weil wir haben ja noch 3 Gäste heute, was die Zuschauer nicht wissen. Okay, kommen noch 3? Ja. Okay. Es sind Freunde von mir, die einfach nur Mikrofon testen. Okay, sehr schön. Thank ich bin you. So witzig. You're ready. Aber what I forgotten have. Yes, you're ready for prime time. Is to talk English with you. Yes. Why I like it. Yes. I need it for my life. Okay. Because I have a gig in Montreal. Okay. And 500 meters away, the biggest comedy festival of the world. Okay. And Seinfeld tritt auf. Okay. And I'm in the poop. Okay, you're in the poop? I'm in the poop. Okay. Only 50 persons. Okay. And I said, hello, I'm Marcus. I'm from Germany. I only got sex because my wife sleeps with open mouth. Okay. And the audience loved the newspaper, you. Only me. No Seinfeld. Es war so schön. Ich weiß, das ist das größte Festival der Welt. Und ich trete so einen scheiß Kneipenfick auf. Das ist Leben. Ne? That's das life, ist, ja, man. Ja, that's ja. Life, ja. Deswegen, wenn mich so jemand ansprechen würde, du Flachmixer oder was, also, ach, das meinst du, ja, da komme ich mit. You with that guy. You with that guy. You only have sex when she sleeps with open mouth. Ja. Wow. Nutze nicht immer, ja. Aber ist gut. Das muss man sich ja? Merken, ja. Ist ja so, wie dieses Hase. Ich bin so allein, weil der Käse alle ist. Wie heißt er auf Englisch nochmal? I'm alone because the cheese is... Die weiß das. Cheese gone. Wie heißt das Lied nochmal? Genau, es gibt kein Sunshine, wenn der Käse alle ist. The end of sunshine when cheese gone. Ah, okay. Dann bin Excellent. Ich so drüber kaputt. So reden wir abends, manchmal. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no perfect. Sunshine when she's gone. Das ist kein Sonnenschein, wenn der Käse alle ist. Ja, ist perfekt. Ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. John Doyle, danke schön. Markus Krebs.